Hallo und herzlich willkommen hier bei Essentially's Hardware and Software Reviews. Heute möchte ich euch einen Vergleich präsentieren zwischen Intel und AMD. Ja, warum mache ich solch ein Vergleichsvideo? Da ich sehr oft gefragt werde, hey, was empfiehlst du für CPUs derzeit? Und heute möchte ich euch mal die Performance zwischen einem Dual-Core von Intel und einem Quad-Core von AMD nahelegen. So, was haben wir hier für CPUs? Wir haben ja einen i3 3220 und einen AMD A10 5800K. Der i3 ist ein Dual-Core, der AMD A10 ist ein Quad-Core. Beim i3 beläuft sich der Basistakt auf 3,2 GHz sowie beim AMD auf 3,8 GHz. Besonders wichtig ist hier auch nochmal die TDP von 55 Watt beim Intel und 100 Watt beim A10. Die eGPU wird hier angegeben bei Intel mit der HD 2500 und bei dem A10 mit der 7660D-Grafik. Hier auch nochmal der Arbeitsspeichersupport sowie der Sockel. Und nun kommen wir ja zu den allgemeinen Informationen zu den Testsystemen. Hier haben wir die Testsysteme. Hier haben wir das Intel-Testsystem aus einem i3, wie gesagt, einem P8H77-M Mainboard von Asus, 8 GB Arbeitsspeicher, sowie ja, eine Seagate-Festplatte mit Windows 7 Professional 64-Bit und einem Enermax Triathlon 385-Watt Netzteil. Bis auf die CPU, dem Arbeitsspeicher und das Mainboard beläuft sich dasselbe dann noch auf das AMD-System. Der AMD-Rechner hat hier ein A10 5800K, ein Asus F2 A85M Mainboard sowie eine Arbeitsspeicherkapazität von 8 GB von Kingston natürlich. So, worauf kommt es mir in diesem Test an? Ich möchte euch hier heute nur kurz nahelegen, die reine CPU-Leistung auf die Grafikleistung gehe ich jetzt nicht ein, da das Ganze den Rahmen sprengen würde. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem ersten Vergleich zu diesen beiden CPUs. So, das soll es gewesen sein zu diesem Benchmark-Vergleich zwischen i3 und A10. Ich denke, wir haben jetzt alle gesehen, wie stark doch ein solch kleiner Dual-Core-Prozessor ist gegenüber einem ausgewachsenen Quad-Core-Prozessor mit höherer Taktung. Ich denke aber, der AMD muss sich ja nicht verstecken mit seiner Leistung. Er ist so ein guter Prozessor, den man empfehlen kann für einen Budget-PC, der auf Office- und Internetanwendung ausgelegt ist. Und dort kann er auch punkten durch seine integrierte Grafikeinheit 7660D. Einzig ein negativer Punkt ist vor allen Dingen die Stromaufnahme des Gesamtsystems, habt ihr gesehen. Aber ja, ansonsten würde ich sagen, ist der i3 auch natürlich sehr gut geeignet für Spiele auf mittelmäßigen Einstellen, aber auch vor allem andere Anwendungen wie Office etc. Und ich denke, beide Prozessoren sind absolut zu empfehlen. Jetzt ist es euch überlassen, was ihr für eine CPU euch leisten möchtet. Und ich denke, an dieser Stelle soll es gewesen sein. Schaut nochmal in die Beschreibung rein. Dort gibt es Informationen und verschiedene Internetlinks zu diesen Produkten. Und das wäre es gewesen. Haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal.